Was geht ab, meine Freunde? Hier ist wieder Alpha Gamma zum Start mit einem neuen Video. Ja, wie ihr in der letzten Zeit wisst, habe ich in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr viele und große Probleme gehabt und möchte die jetzt mal mit euch ein bisschen so bearbeiten, was gerade los ist. Wo soll ich anfangen? Ja, mir geht es in der letzten Zeit nicht so gut. Es ist nicht nur gesundheitlich, sondern einfach meine Privatsphäre geht es mir nicht so gut. Und in der letzten Zeit ist einfach viel passiert. Oder was heißt viel passiert? Es ist einfach, ich habe so viel gemacht, was ich heute bereue. Unter anderem ziehe ich euch immer mit rein, wenn ich Probleme habe. Und das ist nicht okay von mir. Und das wird aber in Zukunft nicht mehr so laufen. Wenn ich Probleme habe, dann sollte ich das irgendwie allein regeln und euch nicht mehr damit belästige. Unter anderem hatte ich ja immer den Traum gehabt, groß zu werden, berühmt zu werden. Das Geld hat mich im Endeffekt nie so richtig interessiert. Ich wollte immer nur so viel haben, dass ich davon überleben kann. Mehr wollte ich auch nicht und will ich auch nicht. Ich will einfach nur mein Hobby nachgehen. Das war YouTube-Videos schneiden. Das war Twitch-Streamen und an euch ein bisschen unterhalten. Es wird weiter Videos kommen. Es wird auch weitere Livestreams kommen. Möchte nun mal ein bisschen mehr Abwechslung reinhauen in meine YouTube-Videos, dass ich mal mehreres Content rausbringe, denn ich glaube einfach, ich habe immer nur das eine Content rausgebracht, Fortnite. Warum? Weil ich Fortnite mega gefeiert habe. Und das war eigentlich immer der Grund, warum ich Fortnite rausgebracht habe, weil ich Fortnite einfach mega feierte. Aber im Moment mir persönlich das auffällt, dass ich da immer gar aggressiver werde und immer sehr, sehr schnell psychisch belastbar bin. Und deswegen möchte ich jetzt schon, dass ich von Fortnite jetzt erstmal, also ich denke mal, ein bisschen werde ich Fortnite spielen, aber nicht mehr so oft. Und möchte euch einfach sagen, dass es mir leid tut, dass ich in der letzten Zeit so komisch drauf war. Und das liegt sehr viel an meiner Vergangenheit oder bis jetzige Situation, wie wo ich jetzt bin. Ich bin ja gekündigt worden. Und ich versuche gerade alles aufzuarbeiten. Versuche gerade auch einen neuen Job zu finden, weil solange ich mit YouTube und Twitch nicht so viel verdiene, dass ich davon überlebe, muss ich noch nebenbei arbeiten. Mein Traum war immer, YouTuber zu werden, Twitch-Streamer. Naja, was heißt immer? Nein, ich wollte eigentlich Schauspieler werden. Das war mein Obertraum. Ich wollte, oder mein ganzes Leben Ziel, und ich meine Leben Ziel. Das heißt, in meinem ganzen Leben ist mein Ziel, einen Film rauszubringen, in dem ich auch der Produzent bin. Und dafür hätte ich halt viel Geld gebraucht. Das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich dachte, vielleicht könnte ich das ja mit YouTube machen. Und zwar wollte ich damals nicht jetzt mit YouTube Geld verdienen, ich will das heute auch noch nicht, sondern ich wollte einfach, oder ich hatte mir überlegt, dass ich einfach Filme auf YouTube bringe und die einfach selber so produziere, selber die Effekte mache und so weiter. Ich habe ganz gute Programme, mit denen man was Gutes erreichen kann. Das Problem ist nur, ich habe keine Erfahrung und ich muss die Erfahrung gerade sammeln. Falls es euch aufgefallen ist, habe ich schon wesentlich mehr Erfahrung mit dem Premiere Pro gemacht, weil die Videos einfach besser werden. Ich weiß jetzt, wie du was bearbeiten kannst. Da gibt es selbst noch mehr Möglichkeiten, auch effektmäßig, und das weiß ich alles natürlich noch nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall einiges. Und mit den ganz großen, guten Effekten kannst du nur einen After Effect machen. Und da komme ich gar nicht klar. Und
Dann ist so, wenn du einen Film produzierst, zum Film brauchst du immer Schauspieler. Hast du Schauspieler, kannst du Filme drehen. Hast du keine Schauspieler, kannst du keine Filme drehen. Und das ist genau mein Problem, dass ich keine einzige Schauspieler habe. Es gibt ein paar, die Lust hätten, haben aber keinen PC. Und deswegen habe ich dann halt einfach gesagt, ja, dann mache ich halt normale Videos. Und ich habe ja damals auf YouTube gestreamt und ein Kumpel hat zu mir gesagt, mein größtes Problem war, dass ich sehr aggressiv war früher, was ich heute manchmal noch bin. Und das liegt sehr viel auch an meiner Vergangenheit. Denn mich hat niemand aufgenommen, mich wollte niemand haben. Ich kann euch so viel erzählen, da müsst ihr ja 3 Stunden eigentlich schon Livestream machen. Oder eigentlich schon 24 Stunden. So viel wie, was ich alles erlebt habe. Und dann habe ich halt auch am Schluss noch die Hater bekommen, die wahrscheinlich dann der Ursprung war, weil ich so aggressiv war. Und hey, ich bin damit nicht klargekommen, habe dann so stark auf die Hater reagiert. Und das war mein größter Fehler, den ich jemals begangen habe. Ich aber selber noch nicht so schlau gewesen war. Und deswegen tut mir das Ganze sehr leid. Ich versuche stark zu bleiben, war ich schon immer. Und hoffe, dass ihr da bleibt. Wenn ihr gehen wollt, verstehe ich das. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wer da bleibt. Wäre für mich echt nice. Und ich hoffe, ich kann dann einfach mal die Videos produzieren, auf die ich Lust habe. Unter anderem auch andere Games, nicht nur Fortnite. Und hoffe, ich kann euch so viel entertainen, dass ihr Spaß daran habt zuzuschauen. Auf Twitch wird jetzt weiterhin Livestreams kommen. Mein Kumpel hat mir jetzt geraten, ich soll jetzt mal ohne Facecam streamen. Das wird jetzt auch in Zukunft so laufen. Es wird jetzt erstmal ohne Facecam gestreamt. Denn er meinte, er ist ja zu stark in meiner Privatsphäre. Was ja nicht so Unrecht er hätte. Natürlich ist es sehr viel in Privatsphäre. Ich habe halt einfach gedacht, wenn ich mit Facecam streame, dann kommen mehr Zuschauer, mehr Aufmerksamkeit und so weiter. Weil auf Twitch eigentlich jeder streamt mit Facecam. Das wird bei mir jetzt auf jeden Fall erstmal stillgelegt mit Facecam. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr aktiv dabei seid. Ich wünsche mir, dass ihr mit mir ein bisschen reden tut, ein bisschen, ja, einfach ein bisschen Spaß zusammen haben und hoffe, dass auch in die Videos besser ankommen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr alle am Start gewesen seid und ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Und wie gesagt, es tut mir echt leid, dass ihr in der letzten Zeit so komisch drauf war. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal Discord-Server kommen. Und genau. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne auf Twitch folgen. Und wenn ihr mir auf Twitch folgt, dann seid ihr Ehrenmänner. Da werdet ihr auf jeden Fall jeden Tag streamen. Ich werde noch ein paar Bewerbungen schreiben. Werde heute nachdem das Video oben ist auch streamen. Also schaut da gerne vorbei. Und genau, dann bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr am Start gewesen seid. Peace out.